Ja, hallo an euch da draußen. Willkommen zurück zu einer neuen Runde GeoGuessr Country Battle. Mit einer neuen Regel. Wir sind ja gerade bei Olympia. Hier gibt es die Medaillen im Explorer Mode. Wenn ich also ausscheide, dann muss ich zu dem Land, wo ich dann ausscheide, versuchen, eine Goldmedaille zu kriegen. Im nächsten Video dann. Und wir spielen das Ganze dreimal. Ihr habt gesehen, ich habe auch schon einige Länder schon geschafft mit einer Goldmedaille. Deswegen versuchen wir das mal mit drei verschiedenen Matches. Wenn ich alle gewinne, dann habe ich Glück. Oder ich habe auch Glück, wenn ich alle Länder, wo ich ausgeschieden habe, schon längst eine Goldmedaille habe. Dann muss ich es nicht machen, aber es waren ja noch eine ganze Menge Länder offen. Mal gucken. Und los geht's. Der schärfste Konkurrent hier, Level 58, Geo-Olli. Mal schauen, ob wir hier mithalten können. Ja, das ist natürlich osteuropäisch. Zagreb kann ich da lesen. Sind wir dann in Kroatien? Ja. Da konnte ich es erhaschen an dem Schild. Ja, und eine Ewigkeit später, die erste Runde dauert leider immer oft sehr lange, sind wir also noch zu siebt. Und wir haben eine kleine Antenne, Linksverkehr, das sieht mir wie Australien aus. Oder Neuseeland, ich glaube mit den gestrichelten Linien, den gelben, müsste das Neuseeland sein. Hier. Ähnliche hat man auch in Irland. Nächste Runde. Ist das hier? Die Pfeile sehen schon so komisch aus. Wir sind wahrscheinlich nicht im Auto, wollte ich sagen. Und so ist es auch. Und mit dem Spanischen und wenn man hier nur so einen Tracker hat, der hier rumläuft, ist man oft in Costa Rica. Ja. Island kommt mir sofort in Sinn. Lange Antenne passt, kein blauer Streifen. Das müsste Island sein. Ja, sind diese Berge hier hinten und ja, kann es nicht genau beschreiben, wie ich hier sofort auf Island komme. Das Haus macht es sehr deutlich. So weiß-grau und dann diese, ja, diese Streifen hier. Das hat man sehr oft. Und hier haben wir also eine winterliche Aufnahme, die man sehr oft in Bulgarien hat. Auch das Tape an der Antenne passt dazu, was man hier eben gesehen hat. Könnte aber auch Ungarn sein oder Tschechien. Auszuschließen ist das nicht. Das ist aber Bulgarien. Ja, wir drei Goldenen machen das hier unter uns aus. Lange Antenne. Ah, und rotes Auto und das heißt Ukraine. Das kennen die beiden sicherlich auch, wenn sie schon im Goldstatus sind. Es ist ja reine Erfahrungssache, wenn man ganz oft das schon gespielt hat, dann kennt man hier auch Dinge wieder, Autos vor allen Dingen wieder. Ja, man weiß das Auto. Und San Cruz. Ist das Bolivien? Ah, ich glaube, ich mache hier gerade einen Fehler. Peru? Dann ist es nämlich Philippinen. Halt, nicht Madagaskar. Ja. Puh, Glück gehabt. Hier haben wir so ein rotes Zeichen und so eine wieder so ein Tape an der Antenne. Das müsste jetzt mal Ungarn sein, weil das passt nicht zu Bulgarien, zu den Bollards. Kroatien gibt es noch solche Bollards, aber es ist Ungarn. Ich habe auch gewonnen. Er ist auf Bulgarien gegangen. Das war es nicht, auch wenn es hier sehr winterlich aussieht. Gut, zweite Runde. Erste haben wir gewonnen und es startet sofort. Level 52 diesmal. Der höchste Gegner. Und hier hätte ich gesagt, wir sind in Peru. Oder Bolivien. Ja, Peru wurde schon probiert. Dann probieren wir mal Bolivien. Auch nicht. Nehmen wir mal Chile. Ja. Also sind die drei Länder, in dem es so ein weißes Auto gibt. Ah, hier, das ist deutlich. Das muss Chile sein, wenn es so ein
breiten weißen Streifen gibt, dann ist das China. Und ist der Streifen sehr dünn, dann ist es Bolivien, Peru. Aber wir hatten gerade das Bild hier, dass es auch nur so dünn aussieht. Dann ist das nicht ganz deutlich. Hier ist es wieder breiter. Da ist es deutlich. Das müsste Japan sein. Die Kamera liegt sehr tief. Und ja, sieht einfach sehr japanisch alles aus. Dieser weite Blur, den hat man in Japan, weil die Kamera, wie gesagt, tiefer am Auto hängt. Und das mit diesen Bollards ist Australien. Dazu passt auch die lange Antenne und der Linksverkehr. Erster Eindruck ist hier Osteuropa. Und mit diesen Vorfahrtszeichen sind wir in Rumänien. Das gibt es nämlich nur in der Art, wo der rote Streifen so dick ist und das Zeichen irgendwie so klein. Das müsste Rumänien sein. Nein. Okay. Oh, wir sind in Kanada. Oh je. Da habe ich aber Riesenglück gehabt. Ich dachte, das Zeichen gibt es nur in Rumänien. Die hat auch Osteuropa erst gesagt. Oh weia. Das war knapp. So, jetzt sind wir in der USA oder in Kanada. Ich versuche diese Kfz-Kennzeichen zu entziffern. Ich glaube, die sind eher kanadisch. Es gibt aber so viele verschiedene. Könnte durchaus auch falsch liegen. Liege ich auch. Und wieder Glück, dass ich noch schnell genug auf die USA umschwenke. So, ich sollte das Glück nicht so sehr strapazieren. Gelbe Mittellinie. Gen 2. Und nochmal USA oder Kanada. Also, wie ist es mit USA? Ich glaube, diesmal ist es aber Kanada. Wenn ich jetzt mir die Häuser hier angucke. Ja. Oh, ja. Hier ist ein Renault mit blauem Nummernschild. Diesmal sind wir aber in Osteuropa. Und gucken, was wir haben. Ah, ist das Serbien? Aber dazu passt auch, dass da was in Kyrillisch stand. Ja. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber es sind die Häuser, auch die Sprache, es ist ein bisschen, hätte aber auch Kroatisch sein können, wobei Kroatien dann nicht den blauen Streifen hat. Ist das Französisch? Ja. Amsterdam. Okay. Das sieht mir doch nach der Niederlande aus. Ja, gelbe Nummernschilder. Das ist die Niederlande. Okay, ist das hier ein gelbes Zeichen? Ja, Finnland wahrscheinlich. Schauen wir noch mal schnell. Ja, das müssen finnische Ortsangaben sein. Kann man sehr schwer erkennen, aber. Okay, das 2 Punkte. Ist das wirklich Schweden? Ja. Müsste sein mit diesem gestrichenen Zeichen. Okay. Und das könnte. Nein. Das ist schon wieder USA oder Kanada. USA. Und im Zweifel Kanada. Ah, oh, er war schneller. Ah, das gibt's ja nicht. Schade. Ja gut, also Kanada wird es vielleicht sein. Das habe ich definitiv noch nicht gespielt. Ist möglich. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen probieren, dass man da leicht in der Nähe der Stadt rauskommt. Also ich muss mich ein bisschen um die Highways und so weiter kümmern, um die Städte zu unterscheiden. Das wird schwer. Na, mal gucken, dritte Runde. Ob ich mich noch rausreden kann mit einer anderen Runde, die vielleicht ein bisschen angenehmer ist. Okay. Das sieht.
mir nach Montenegro aus, auch wenn keine Risse im Himmel sind. Also, da war ein kleiner Bollard, den ich aber nicht wieder erkannt habe. Bergige Landschaft. Diese gelben Warnzeichen. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Bollard. Nee, das ist nicht richtig zu erkennen. So, und hier haben wir ein Zeichen Iliovo. Also ich schwanke hier zwischen Nordmazedonien und Montenegro, ja, Nordmazedonien. Okay, rotes Auto. Ukraine. Ich meine, in Belgien kann man auch mal ein rotes Auto finden, ganz selten. Aber das war definitiv nicht Belgien. So, und hier sind wir schon wieder als, also als ein Tracker unterwegs. Schon wieder Spanisch. Daher glaube ich, wir sind wieder in Costa Rica. Ja, und gewonnen. So, drei Runden sind gespielt. Ich habe in Kanada verloren. Also heißt das wohl, oh Kanada. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.